Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Elke Ferner, von meiner Fraktion, von mir persönlich ganz herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. Vielen Dank für die vielen Herausforderungen. Es wird eine riesige Lücke bleiben. Die US-Istanbul-Konvention ist ein Meilenstein im Kampf gegen Gewalt an Frauen in Europa. Dass die Bundesregierung diesen wichtigen völkerrechtlichen Vertrag jetzt endlich in Deutschland ratifiziert, das war überfällig, und wir werden diesem Gesetzentwurf heute zustimmen, auch weil wir Grüne lange darauf gedrängt haben. Denn effektiv gegen Gewalt gegen Frauen vorzugehen, duldet keinen Aufschub. Es geht nicht um ein individuelles, sondern um ein gesellschaftliches Problem. Jede dritte Frau in Deutschland wurde bereits einmal Opfer von körperlicher oder sexualisierter Gewalt. Frauen jeden Alters, jeder Schicht und jeder Nationalität. Und hinter jeder Statistik, hinter jedem Gewaltszenario, das wir in Zahlen auflisten, verbirgt sich Angst. Bei jeder betroffenen Frau, oft sogar tägliche Angst. Vor Erniedrigung, vor Verletzung der Würde, vor psychischer oder massiv körperlicher Gewalt. Ich möchte daran erinnern, dass der Justizminister und auch das Kanzleramt sehr, sehr lange blockiert haben, bevor sie bei der Reform des Sexualstrafrechts überhaupt etwas bewegt haben. Ohne den Druck der Frauenverbände, den frühen Gesetzentwurf meiner Fraktion und ohne die Debatte nach der Silvesternacht in Köln hätte dieses Nein heißt Nein vermutlich auch nicht als Gesetz vorgelegen oder wäre nicht eingebracht worden. Ohne all das wäre auch die Ratifizierung der Istanbul-Konvention kaum möglich geworden. Und darum sage ich Ihnen, es wäre vermessen, diesen Erfolg als Erfolg der Bundesregierung zu feiern. Das hier ist ein frauenpolitischer Erfolg, und zwar ein ganz wichtiger. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und dennoch gibt es Gründe für deutliche Kritik. Meine Vorrednerinnen haben schon viele Punkte genannt. Die Weigerung der Bundesregierung allerdings, für ein klares Bekenntnis zum Schutz von geflüchteten oder migrierten Frauen und Mädchen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind oder als Zeuginnen in Strafverfahren aussagen, kann ich nicht nachvollziehen. Sie verweigern ihnen weiterhin ein eigenständiges Aufenthaltsrecht. Und deshalb sage ich es ganz klar, ich fordere Sie auf, Artikel 59 der Istanbul-Konvention endlich vorbehaltlos zu ratifizieren, und zwar schnell. Alles andere wäre nicht glaubhaft. Die Frauen- und Menschenrechtsverbände mahnen in ihren Stellungnahmen zum Gesetzentwurf weiteren Handlungsbedarf an. Es bedarf einer Gesamtstrategie, einer effektiv gestalteten Koordinierung und ein Monitoring von Seiten des Bundes. Meine Fraktion teilt diese Forderungen. Und was nach wie vor fehlt, sind auch Maßnahmen für eine qualifizierte Notfallversorgung der Opfer, eine gute Ausstattung, systematische Sensibilisierung und Schulung von Polizei und Justiz. Und Sie wissen alle, dass es hier Handlungsbedarf gibt. Und da könnte aus meiner Sicht eben auch die Bundesebene auf die Länder positiv einwirken. Und meine Damen und Herren, die Regierung hat mit dem Hilfetelefon bei Gewalt gegen Frauen eine der Anforderungen der Istanbul-Konvention an eine Telefonberatung umgesetzt. Erfolgreich. Das ist erstmal gut. Aber obwohl Sie wissen, dass das nicht reicht, bringen Sie das Hilfetelefon immer als das Vorzeigebeispiel. Punkt. Und das war's dann. Was bringt es einer Frau, die dringend einen Schutzraum braucht, wenn sie am Hilfetelefon hören muss, dass es in ihrer akuten Situation keinen Frauenhausplatz für sie gibt? Da kann die Antwort nach 4 weiteren Jahren von Ihnen nicht sein. Da sind allein die Länder für zuständig. Nach 40 Jahren müssen die Länder, aber auch der Bund, endlich gewährleisten, dass alle von Gewalt betroffene Frauen einen schnelleren, einen sicheren und einen unbürokratischen Zugang zu Frauenhäusern gewährt wird. Und darum fordere ich die Bundesregierung auf, gehen Sie endlich gesamtverantwortlich vor, tun Sie alles, dass Frauenhäuser, Notrufe und Frauenberatungsstellen finanziell und personell ausreichend ausgestattet werden. Länder und Kommunen leisten die schwierige Finanzierung der Frauenhäuser seit Jahrzehnten, und ich betone es ausdrücklich, hier eine bessere Lösung zu finden, ist eine Mammutaufgabe. Die Frage nach Zuständigkeit von Bund und Ländern hat ihre Berechtigung, aber nicht, wenn es ein Totschlagargument fürs Nichtstun wird. Wo ein Wille, da ein Weg. Wir Grüne haben 2015 zusammen mit der Fraktion der Linken in einem öffentlichen Fachgespräch mit Sachverständigen über Lösungen einer Bundesbeteiligung und zum Beispiel über einen Rechtsanspruch für Frauen gesprochen.
Das ist keine einfache Hürde, die es zu überwinden gilt, aber wir wollen über solche Lösungen nachdenken. Denn wir wollen allen Frauen Schutz in einem sicheren Frauenhaus Platz geben, unabhängig von Einkommen, Wohnort, Aufenthaltstitel oder Behinderung. Und deshalb fordern wir Sie als Bundesregierung und Sie als Koalition auf, fangen Sie endlich an, Lösungen zu finden. Wir Grüne sind dabei. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt die Kollegin Gülistan Yüksel für die Fraktion der SPD.